Hallo, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Und zwar ist das diesmal wieder ein What I Did in a Day über 2 Tage verteilt. Und ja, an einem Tag war ich noch ein bisschen krank. Also ich war ja krank, da habe ich natürlich nicht gefilmt. Aber als ich jetzt so ein bisschen krank war und den ganzen Tag noch zu Hause gechillt habe, habe ich einmal mitgefilmt, was ich so gegessen habe. Und jetzt noch am zweiten Tag war ich wieder gesund oder einigermaßen zumindest. Und hust noch ein bisschen rum, also nicht wundern. Aber genau, ich hoffe auf jeden Fall, es gefällt euch und dass ein bisschen Inspiration für euch dabei ist. Ich hatte nämlich auch unter anderem kurz bei meinem Uni-Stundenplan gefilmt, weil das ja auch immer einige interessiert und da so ein bisschen Einblicke gegeben. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mit ins Video. So, ich hatte jetzt schon mein Gerstengras Kurkuma und meine Supplements, damit ich auch gesund werde wieder direkt. Ich habe gerade mein Frühstück schon vorbereitet. Also eigentlich geht es mir schon echt gut. Ich war krank. Aber ich bleibe heute nochmal, glaube ich, den ganzen Tag so im Bett, auch wenn es mir eigentlich schon ganz gut geht, einfach um mich so auszukurieren. Und ich habe jetzt schon mal mein Frühstück vorbereitet. Und zwar, hier habe ich die Mischung genommen. Da habe ich 60 Gramm gestern genommen und eingeweicht und dann noch 20 Gramm kernige Haferflocken. Also insgesamt dann so 80 Gramm. Und ja, das hatte ich jetzt in der Mikro. Es dampft auch noch schön. Ist so ein bisschen angetickt. Ich glaube, ich hatte ein bisschen zu viel Flüssigkeit. Aber ja, das zieht dann noch ein bisschen nach. Und ja, genau, dann kommen jetzt noch Himbeeren und Toppings drauf. Und ja, jetzt ist es ganz fertig jetzt. Und jetzt setze ich mich dann wieder ins Bett, mache mir noch einen Kaffee und schaue, glaube ich, irgendein Video. Ja, so kann man es sich doch auch gut gehen lassen. So, irgendwie war kein Ton bei dem Video, deswegen musste ich jetzt einen Voice-Over machen. Und zwar hatte ich zum Mittagessen wieder Linsen, also Berglinsen mit Avocado, Gemüse, Schnittlauch, Haferflocken, Olivenöl, Essig, Gewürzen und ja, ich hatte tatsächlich viel andere Dinge, als ich richtig krank war. So Brot mit Ei zum Beispiel oder Porridge zum Mittagessen, aber da habe ich natürlich nicht gefilmt, deswegen ja, wieder dasselbe wie so oft. Ich habe mir jetzt einen Snack gemacht. genau, also ja, ich habe auch tatsächlich, wenn ich krank bin und nur im Bett bin, habe ich trotzdem irgendwie mega viel Hunger oder beziehungsweise bekomme ich schnell Hunger. Deswegen habe ich zum Glück nicht das Problem, dass ich dann irgendwie keinen Appetit habe, wenn ich krank bin. Ich glaube, das ist ja bei anderen anders teilweise. Aber auf jeden Fall habe ich mir hier Beeren gemacht, dann eine Mijo-Dattel mit Haselnussmus. Das ist ja immer noch mein Fave-Snack. Und das sind Kombi mit 3 Stücken dunkler Schokolade. Und ich dachte mir, in dem Zusammenhang kann ich euch auch mal zeigen, welche dunkle Schokolade ich immer so gerne mag, weil da werde ich öfter mal gefragt. Also, dann die hier hatte ich immer früher richtig gern gegessen. Die gibt es ja jetzt nicht mehr, die alte Rezeptur. Die sind auch hier schon abgelaufen, die paar, die ich noch habe. Aber ist nicht schlimm, die schmecken trotzdem noch gut. Fand ich immer echt gut. Aber ja, wie gesagt, gibt es jetzt ja nicht mehr so. Finde ich sehr schade. Dann die hier habe ich zu Ostern bekommen unter anderem. Die finde ich echt gut, weil die ist nämlich mit Datteln gesüßt. Und die Sorte hier ist jetzt relativ hoch, da kommt es raus, relativ bitter. Aber ich finde die irgendwie mega lecker, vor allem wenn man so einen Tee tunkt. Deswegen, die mag ich auch sehr gerne, habe ich aber leider keinen Code für euch. Und hier die Chocolinis von Linis Weiz, die gibt es in 3 Sorten. Das ist jetzt hier Dark Chocolate und dann gibt es noch Milk Chocolate und eine weiße. Und das ist halt mega cool, weil die sind alle alternativ gesüßt, wie man hier sieht. Und die haben echt nur 3 Zutaten, das ist heftig und genau, die finde ich richtig lecker, weil die sind halt so ein bisschen größere Buttons so quasi, also zum Snacken richtig gut, aber halt auch zum Backen und die schmelzen halt auch perfekt. Und ja, für alle, die eine weiße vegane Schokolade ohne raffinierten Zucker suchen, müsst ihr mal schauen, weil die ist schon auch sehr krass. Und da habe ich, wie ihr wisst, 10% mit Maya 10, also falls ihr das mal probieren wollen solltet. Und ja. Und das ist mir gerade noch eingefallen von Organic Workout. Die benutze ich auch ganz gern. Das sind so kleinere Schokodrops, wie man sieht. Und die sind mit Erythrit gesüßt. Und die haben auch noch Inulin drin. Also noch so, ja, ein Ballaststoff. Deswegen sind die auch sehr ballaststoffreich. Und die finde ich halt zum Backen gut. Also jetzt nicht so zum Puressen natürlich, sondern zum Backen oder Schmelzen. Und ich finde auch alles, also das, da habe ich auch einen Code, falls ihr da Lust drauf habt. Ich finde auch gar nicht, dass es so alles Konkurrenzprodukte sind, weil ich finde, die haben, also sind ja alle mit was anderem gesüßt und die zum Beispiel finde ich jetzt zum Snacken nicht so gut, aber dafür die anderen und ja, deswegen, genau, waren jetzt mal so meine Empfehlungen. Und dann im Biomarkt zum Beispiel so Vivani und so, die ganzen mag ich auch sehr gerne, habe ich aber gerade nicht da. So, ich mache mir jetzt Kartoffel-Veggies und so habe ich hier schon Kartoffeln. Da werde ich da jetzt Olivenöl ein bisschen dazugeben. Okay, wow, das sieht jetzt sehr gut aus, nicht in dieser blauen Schüssel, voll unappetitlich.
Ja, auf jeden Fall jetzt kurz Handy gedreht. Ah nee, dann ich muss wieder drehen, weil sonst ist es beim Schneiden nicht gut. Dann kommt jetzt Tomatensalz dazu. Das ist eigentlich hauptsächlich Salz, aber da ist noch ein bisschen Tomate drin. Und dann noch dieses Italien-Gewürz. Ich habe es schon hier aufs Blech gelegt und jetzt habe ich mich spontan auch entschieden, doch noch eine Portion zu machen, weil dann habe ich die auch morgen. Das wäre ja sonst ein bisschen dämlich. So, dann habe ich jetzt den halben Block Gyros-Tempeh geschnitten. Mal die Hälfte ungefähr und dann werde ich noch Avocado dazu geben, bisschen Gemüse. Ja. So, ich weiß nicht, ob man es hier vielleicht besser sieht. Im Licht. Genau, es ist jetzt hier die Kartoffelspalten mit dem Tempeh und der halben Avocado noch gematscht und dann habe ich hier das Gemüse noch Tahin drauf. Hier sieht man es ein bisschen, Gewürze und ja, ich habe das separat angerichtet. Das hätte nämlich nicht alles in eine Schüssel gepasst. Und weil ich ja nicht den ganzen Tag schon genug im Bett saß, wirklich den ganzen Tag durchgehend, ja, setze ich mich jetzt nochmal mit dem Essen ins Bett, schaue dabei ein bisschen was auf dem Laptop und ja, lass es mir schmecken. Und ich weiß, es sieht immer so richtig komisch und random aus, aber ich snacke jetzt noch die Avocado leer. Und jetzt habe ich noch das Tahin ausgelöffelt, das war echt noch einiges drin, aber das ist halt echt mit eins der einzigen Tahins, die ich so löffeln kann, die lecker sind, finde ich, zu pur löffeln, sonst finde ich die oft nicht so lecker. Das und das von Edeka Biozentrale, nee, nicht Edeka, von Biozentrale, glaube ich, genau. Deswegen ist mein Mund sehr verklebt, aber das finde ich, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, aber nur das Weiß und Flüssige. Also es gibt noch so ein anderes Weißes, das ist so cremig, das ist nicht so gut. Ich finde das besser. Guten Morgen, ich habe mir gerade schon meinen Porridge in der Mikro zubereitet. Und ja, jetzt will ich nochmal Toppings drauf geben. Und jetzt die Haselnuss-Protein-Creme von Organic Workout hier drauf. Könnt ihr übrigens immer ein bisschen sparen mit meinem Code. Und jetzt noch Kakaonips und ein bisschen so Zimtzeug. Guten Morgen. Heute ist der erste Tag, wo ich wieder zur Uni gehe. Und ja, gestern war ich ja nur im Bett, aber ich glaube, das hat nochmal gut getan, auch wenn es mir eigentlich schon ganz gut ging. Und ja, gleich muss ich los. Ich habe nämlich ein BWL-Tutorium, dann habe ich mittags eine Physikvorlesung, dann Physik-Tutorium und dann nachmittags nochmal Biometrie-Tutorium. Also nicht viele Vorlesungen, aber viele Tutorien. Jo, genau. Und aber irgendwie sieht es immer in diesem Licht so lustig aus. Aber ja, auf jeden Fall, genau, gehe ich dann gleich los. Und ja, ich bin froh, dass es mir schon wieder deutlich besser geht. Und dann werde ich mich natürlich noch melden. So, ich muss mich jetzt sehr beeilen. Ich habe mir jetzt gerade mein Mittagessen gemacht. Huch. Das sind hier die Kartoffelspalten, die restlich von gestern habe ich in dem Meer aufgewärmt. Dann hier ein bisschen Gemüsesalat und Avocado. Vielleicht schneide ich mir jetzt noch ein bisschen Tofu schnell auf, aber ich muss mich wirklich beeilen. Und ja, das ist übrigens gar nicht so wenig mit den Kartoffeln. Also der Teller ist sehr groß, deswegen, falls es so aussieht. Genau, aber jetzt bevor die kalt werden und ich los muss, werde ich mir das schmecken lassen. Ach, übrigens, ich würze sie echt immer relativ basic, einfach nur, aber habt ihr vielleicht gestern dann gesehen. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Physik und oh, ich liebe diesen Weg echt, das ist so schön einfach. Ich würde sagen, das ist schon der schönste Uni-Weg, den man haben kann, ne? So, ich mache mir jetzt einen Snack und hier habe ich schon Joghurt und zwar ist der von Wie Happy, das ist jetzt einfach die, also der. Nur süß, vom Edeka habe ich die. Wie ist die Kamera? Er ist jetzt auf jeden Fall die halbe Packung, also 250 Gramm. Und der ist halt eigentlich voll, ich kann es mal hier im Licht zeigen, voll flüssig gewesen. Ich habe da jetzt Flohsamenschalen noch reingemacht, dann wurde der nämlich so dicker, weil
Ich fand den wirklich zu flüssig, also muss ich wirklich sagen. Mir nicht so gefallen und ich finde, der schmeckt. Also ist jetzt auch nicht, wird einfach nicht mein Lieblingsjoghurt. Genau, aber da werde ich jetzt Toppings drauf geben. Und da kommt jetzt das Granola von Foodist drauf. Ich kann euch mal sagen, wie das aussieht. Ach, so geil. Da sind auch richtig viele Chocolate Chunks eigentlich drin. Okay, wow, das ist jetzt ein Riesencluster. Sind aber auch kleiner. So ganz viele Chocolate Chunks. Und, sorry. Die Zutaten sind echt extrem gut, weil, ja, das ist wirklich komplett. Das stellt man zusammen. Kaum Zucker, also hier sieht man das, also fast echt gar kein Zucker. Und dafür wegen dem Tapioca-Sirup sehr, sehr viele Ballaststoffe. Also mega gut. Und es kommt jetzt da drauf. Hier kann ich euch jetzt nochmal besser aus der Packung so zeigen. Also unterschiedliche Chunks und ja, sehr, sehr cool. Und jetzt, das ist jetzt mein Snack. Und ich finde es sehr, sehr lecker. Ich freue mich jetzt drauf. Und ihr könnt übrigens bei Foodist mit Balls and Berries auch immer sparen. Meistens 10% auf sowieso alles. Und dann gibt es jede Woche immer so Aktionen. Zum Beispiel 20% dann auf Frühstücksprodukte und so. Ja. So, und jetzt schaue ich dabei ein bisschen YouTube, glaube ich. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Hunger bekommen. Und ja, snack jetzt noch hier ein bisschen. Also, ich habe schon ein paar gesnackt, aber von diesen Clustern, weil die sind auch so geil zum Snack irgendwie, weil die sind auch so, ich finde, die sind schön luftig im Mund, also nicht zu hart und so. Deswegen snack ich davon jetzt ein paar und dann später gibt es dann schon Abendessen. Also nicht verwundern, ich hatte euch voll vergessen, meinen Stundenplan zu zeigen. Ich wollte ja ein bisschen Einblick in die Uni geben quasi, deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt plötzlich lackierte Nägel habe. Ich habe das beim Schneiden gemerkt und ja, schneide das jetzt quasi rein in den Vlog. Also genau, ich wollte euch, ich bin jetzt im zweiten Semester und das ist hier mein Stundenplan. Also ein bisschen voller als im ersten. Es gibt auch noch so Zusatzsachen am Abend oft, aber die habe ich jetzt nicht eingetragen und da gehe ich meist noch nicht hin. genau, also fangen wir mal an. Ich habe als Modul BWL, das ist ein Modul und besteht aus VWL und, nee, Ökonomie ist das Modul, genau, und besteht aus VWL und BWL. Dann habe ich noch Physik. Physikübung, das, da macht man dann eben so Aufgaben. Wir müssen auch zusätzlich jede Woche Aufgabenblätter hochladen, die wir bearbeitet haben. Und in Ökonomie gibt es eben auch zwei Übungen, einmal BWL-Übung, 1,5 Stunden und VWL-Übung. Dann haben wir Ernährungsphysiologie, da sind zwei Vorlesungen die Woche, hier beide nachmittags, also sie gehen bis kurz vor 4. Dann, genau, da macht man so Sachen wie, also zum Beispiel in den letzten Vorlesungen ging es so um Kalorien, Verbrauch, Umsatz, wie man das berechnen kann, aber halt schon detailliert. Also jetzt nicht so einfach nur, was das grundlegend ist, sondern das ist schon sehr detailliert und speziell, aber halt sehr interessant. Dann Biometrie, das ist so Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich check gar nichts, ich sag's euch. Da gibt es auch so Lehrmodule, so 1,5-stündige Lehrmodule, dass man überhaupt vorbereitet auf die Vorlesung ist. Das finde ich auch krass, weil man die dann zusätzlich quasi machen muss, um überhaupt in der Vorlesung was zu checken. Und ich finde es sehr schwierig, das muss ich wirklich sagen. Da finde ich so normales Mathe echt deutlich leichter. Genau, und da gibt es dann auch noch eine Übung. Ah ne, das ist Vorlesung und hier ist die Übung. Da machen wir dann was mit so einer Programmiersprache, da verstehe ich noch weniger, aber ja, gut. Dann gibt es allgemein Lebensmittelchemie. Das ist nur einmal die Woche, ist halt im Chemie, genau, ein bisschen mehr auf Ernährung bezogen. Dann haben wir noch Lebensmittelkunde, da ist mal wirklich viel mehr mit Ernährung, das ist einfach so. Da bespricht man zum Beispiel die Getreide, Hülsenfrüchte und alles natürlich auch sehr genau. Aber das ist wirklich interessant. Und habe ich was vergessen? Ich glaube, das war es tatsächlich. Also der längste Tag ist hier, der geht bis 6. Ja, ich habe schon einige Lücken, aber es ist trotzdem mehr als bei anderen Studiengängen teilweise. Genau. Halt, weil auch noch so Sachen dazu kommen, die man dann so Ewigkeiten vorbereiten muss. Aber ich glaube, das ist Standard beim Studium. Und ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu genaueren Modulen oder so, dann lasst es mich gerne wissen, oder schreibt mir auf Instagram. Genau, und ich hoffe, das war jetzt ein kleiner Einblick. Es ist auf jeden Fall schon mehr mit Ernährung drinne. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ich mache jetzt eine Bowl, und zwar habe ich hier schon mal sorry, Quinoa als Grundlage. Und ja, da kommt jetzt alles, was ihr auch wahrscheinlich schon so kennt, drauf. Ich wollte erst eine asiatische Bowl machen, aber ich hatte noch Fenchel da. Und deswegen, ja, das passt da nicht so zu asiatisch, finde ich. Deswegen mache ich erstmal eine normale wieder. So, meine Bowl ist ready, soweit. Ich glaube, ich mache noch Kraut drauf.
Und hier habe ich angebratenen Tofu, der ist auch echt ganz geil crispy geworden, wie man sieht. Dann hatte ich auf dem Quinoa noch Hefeflocken, Gewürze, Olivenöl und Cashewmus heute. Gemüse, dann Karotte. Ich liebe übrigens Karotte, wenn die so ein bisschen warm ist und dann weicher und dann wird die so süßer. Hier eine halbe Avocado und ein bisschen Tomatenmark. Und jetzt mache ich, glaube ich, noch Kraut drauf. Ah, und Schnittlauch. Ja, jetzt ein bisschen Kraut. Und dann ist es auch schon ready. So, und jetzt als Snack. Sorry, esse ich noch ja, eine geschälte Karotte. Dann Datteln und Mandeln. Und ich weiß nicht, ob ich mir danach noch was hole. Vielleicht, aber ja. Yes, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr fandet es schön, auch diese Einblicke zu sehen. Schreibt mir wie immer gerne und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video.